Ich bin jetzt gerade am Bauernhof in Raunheim und warte auf Marie, die schon im Zug sitzt, kommt von Mainz und wir fahren jetzt ein bisschen verspätet auf den World Fitness Day. Marie hatte nämlich Seminar bis eben gerade noch und haben jetzt 4:30. Der soll ein bisschen länger gehen, der Tag. Wir werden mal schauen, was da jetzt noch abgeht. Aber es ist brutal warm, ich habe schon richtig Bock. Und jetzt schon mal danke an Body Kitchen, die haben mir nochmal 2 Tickets organisiert, ganz spontan. Die versuchen wir jetzt abzuholen, wenn das nicht klappt, haben wir ihnen die Telefonnummer gegeben, wo ich anrufen kann. Richtig gut gemacht von denen. Mal schauen, was da jetzt abgeht. Sixpack? Nein! Ben & Jerry's! Ich hab Sixpack. Nein, auch Ben & Jerry's! Speckbauch, Ben & Jerry's. Egal, dafür schmeckt's Leben. So, hat alles super funktioniert. Sind jetzt am Stadion. Und haben die 2 Karten vom Body Kitchen. Nochmal danke an Body Kitchen, falls ihr das Buch nicht kennt. Ich habe da mal was rausgekocht schon auf Instagram. Diese Burger Wraps, die waren eigentlich ziemlich lecker. Und Thunfischpizza haben wir auch noch gekocht, werde ich gerade dran erinnert, die war auch sehr gut. Ja, wir werden jetzt erstmal aufs Gelände gehen und schauen, was da so abgeht. Ist noch ziemlich laut, also mal schauen. Fuck off! They don't want trouble! Where the fuck off? They don't want trouble!
trying. Nobody told me that the end was the end. Tell that to yourself and tell it to a friend. And if that friend. So kleines Fazit, ich glaube, jetzt kann ich sogar wieder ausmachen. Ja, so kleines Fazit zum World Fitness Day. War in Ordnung, auf jeden Fall für die Karten, dass wir so reingekommen sind, war es in Ordnung. Vor allen Dingen, weil ich halt von mir zu Hause 3 Haltestellen mit dem Zug hatte. Dafür ist echt top. Und wie es gehört, für Fitness, Hipster, Lifestyle, YouTuber gibt es jetzt erstmal ein schönes Fitness-Meal. Ganz, Jesus Christ, fitnessgerecht, ein Crispy Chicken Steakhouse. Die sind brutal lecker, so Cheese Salami Balls, ein Desperados für die Protein Gains und dann noch so ein ungesundes Zeug, Avocado, Mado, Puten, Muten und Salato mit für Dinkel den kleinen Bizeps. Ne? Angebe. Prost. Egal, ich hab die Jens. Sie nicht. Sie hat so ungesundes grünes Zeug. Ja, mit Schafsgehirn. Das ist schon alles grünes Zeug, das kann nicht gesund sein. Ne. Es war gar nicht so viel da. Also, Nocco war da, habt ihr ja gesehen. Drinne hätte man ein paar mehr Stände hinmachen können, aber ich meine, es war das erste Mal. Ich bin mal gespannt, ob es die nächsten Jahre überhaupt für die rentiert, das zu machen. Generell, ob sie da Gewinn gemacht haben oder wenigstens auf Null rausgekommen sind mit dem Event. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, weil ich denke mal, so das Stadion zu mieten kostet doch einiges. So, nochmal zum Fazit ein bisschen verlängert. Ich habe mir das gerade mal angeschaut, was ich gesagt habe. Bin gar nicht so auf Details eingegangen. Und zwar, World's Biggest Gym soll es ja gewesen sein. Ich hatte so das Gefühl, es war mehr auf Group Fitness ausgelegt. Die haben einen Weltrekord aufgestellt, was auch ziemlich cool ist. Aber Group Fitness ist halt nicht so mein Segment. Ich gebe zwar Kurse, aber das geht dann auch eher wieder in diese CrossFit-Richtung. Und was Krafttraining anging, haben sie meines Erachtens ein bisschen hinten angestellt und gar nicht so im Fokus gehabt. Das war ein bisschen schade. Es waren mehrere Events, glaube ich, auch angesagt. Das habe ich gar nicht so mitbekommen, die da ein bisschen mehr Equipment auch gebraucht hätten. Natürlich ein bisschen schade, aber es war das erste Event in so einer Form und ich finde es halt geil, dass es auch mal was in der Nähe gibt und den ganzen Markt so ein bisschen entzerrt, sonst fiebern alle ein Jahr lang immer auf die FIBO hin und wenn man jetzt so kleine einzelne Events hat wie in den USA, da hat man eine Arnold Classics, eine Olympia, da hat man viele Spots, wo man hingehen kann und wenn man jetzt noch sowas in Frankfurt hat, in Köln, dann entzerrt sich das alles wieder und das finde ich ziemlich geil, aber das Potenzial muss natürlich noch ein bisschen besser genutzt werden. Vielleicht mehr Stände, gerade was Krafttraining angeht, vielleicht auch wirklich so ein Parcours. Diese Parcours mit diesem Gladiator, was ihr eben gesehen habt, das fand ich mega, wollte ich schon immer mal testen. Also das wurde echt gut umgesetzt, und aber ein paar Kleinigkeiten kann man definitiv verbessern. Aber das ist immer leicht gesagt von außen, ich will sowas gar nicht erst organisieren, so ein Riesenevent mit so vielen Leuten. Ich weiß, was dahinter steckt und von daher kann man das auf jeden Fall stehen lassen fürs Krampf in der Warte, fürs erste Mal und ja. Soweit dazu. Oh, eBay, meine Kamera ist online. Check das aus. Wer eine Canon 5D Mark III haben möchte, ich mach den Link hier unten mal rein. Soweit von uns, World Fitness Day 2017. Hi. Wenn euch das Video gefallen hat, wünsche ich mich über einen Daumen hoch, freuen und ein Abo setzen. Falls ihr das nicht getan habt, haut rein. Bis zum nächsten World Fitness Day. Was found, far as he could make it. Undenial. Touchdown, looking for the darkest street on the bay. Hoping to start a revolution, a revival. A few days in, and he can already see.